In Colombia, one of the world's most powerful and violent drug traffickers has spent his first full day in jail. Pablo Escobar, Carlos Leder, Jorge Ochoa, was haben diese Männer gemeinsam? Sie waren alle Gründungsmitglieder eines Kartells, was bis heute noch bei gewissen Personen für Aufruhr sorgt, das Medellin-Kartell. Sie regierten für über ein Jahrzehnt lang 80% des Drogenexports nach Amerika. Als das Kartell an der Macht war, stieg die Mordrate extrem an. Pablo Escobar sorgte dafür, dass keiner es jemals wagen würde, sich gegen ihn aufzulehnen. Wie wir alle wissen, wurde Pablo von der Polizei und der DEA überführt. Heute stellen wir uns die Frage, was nach dem Ableben von Pablo mit den Mitgliedern des Kartells passiert ist. Ein paar versuchten sich wieder was aufzubauen, ein paar flüchteten und ein paar sind hinter Gitter. Das alles erfahrt ihr in diesem Video. Ja, wenn ihr Bock auf Geschichten aus der Unterwelt habt, dann könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Und mit einem Like würdet ihr mich krank unterstützen. Schreibt mir gerne eure Videowünsche in die Kommentare. Ich versuche so viele wie möglich umzusetzen. Und dann würde ich sagen, dass wir ins Video starten. Es ist wohl wie immer sinnvoll, wenn ich euch kurz die Vorgeschichte erzähle, wie das Kartell an die Macht kam und wie es unter anderem durch das Cali-Kartell gestürzt wurde. In den 1960ern wurde der Kokainmarkt noch von Argentinien, Brasilien und Chile bestimmt. Kolumbien spielte zu dieser Zeit noch keine große Rolle. Doch Kolumbien würde noch eine große Rolle im Kokainhandel spielen, da das Land das perfekte Klima für die Coca-Pflanze hat, aus der Kokain hergestellt wurde. Die Kolumbianer hatten aber bis Anfang der 1970er noch keine Interesse am Kokainhandel. Sie waren damit beschäftigt, andere Sachen über die Grenze in die Staaten zu exportieren. Die größten Schmuggler waren die Ochoa-Brüder, José Gacha und ein Mann, der vorher in Kolumbiens Unterwelt agierte, war mittlerweile ein aufsteigender Schmuggler geworden, Pablo Escobar. Escobar war in der Tat der erste der großen Schmuggler, der das Potenzial von Kokain erkannte, nachdem er von einem Mann namens Cockroach eingeführt wurde. Escobar organisierte ein Kokainlabor im Dschungel für seinen neuen Partner Cockroach und er schmuggelte die Ware dann per Luftweg in die Staaten. Das konnte nur so umgesetzt werden, weil Escobar Verbindungen zu dem Löwen hatten. Nachdem der Löwe über die Grenze kam, übernahm Carlos Leder den Verkauf in den Staaten. Das ging sogar so weit, bis sie ihre eigenen Flugzeuge brauchten. Pablo entschied sich dann dazu, die Ochoa-Brüder und Gacha in sein Geschäft einzuweisen. Er bot ihnen seine Schmuggelrouten an für einen Anteil vom Gewinn. Damit war das Medellin-Kartell geboren. Pablos Cousin Gustavo Gaviria sollte auch noch eine tragende Rolle spielen. Kurz gesagt, alle Paten des Medellin-Kartells wurden extrem reich und das Kartell wurde eins der mächtigsten aller Zeiten. Wenn man die Pole-Position hat, hat man automatisch Feinde, die auch an die Spitze wollten. Im Fall des Medellin-Kartells waren es so ziemlich alle. Das Kartell lieferte sich anfangs noch einen Kampf auf Augenhöhe mit dem Staat und rivalisierenden Kartellen. Es schien teilweise sogar so, als wäre das Kartell einfach zu mächtig, um es zu stürzen. Das Cali-Kartell war wohl der mächtigste Feind des Medellin-Kartells. Beide Kartelle versuchten es mit allen Mitteln. Das Cali-Kartell verbündete sich dann aber quasi mit den Vereinigten Staaten und mit der Regierung, um das Kartell zu stürzen. Der größte Fehler von Pablo Escobar war wohl sein selbst erbautes Gefängnis La Catedral zu verlassen. Er war im Gefängnis vor den Staaten und vor seinen Feinden geschützt. Als er wieder auf der Flucht war, kam das Ende ziemlich schnell für ihn und das einst so mächtige Medellin-Kartell. Das Cali-Kartell war dann an der Gründung der Los Pepes beteiligt, die kein anderes Ziel hatten, außer Pablo zu beseitigen. Los Pepes und der Search Block, die staatliche Einheit, die gegen Escobar ermittelte, arbeiteten dann auch noch vermutlich zusammen und sie bespielten sich gegenseitig mit Informationen. Los Pepes schaltete ungefähr 60 Mitglieder des Medellin-Kartells aus, bevor Pablo von der Polizei erledigt wurde. Damit war das Medellin-Kartell ausgeschaltet und das Cali-Kartell kam an die Macht. Die Herrschaft des Cali-Kartells dauerte aber bei weitem nicht so lange wie die des Vorgängers. Doch jetzt gehen wir mal darauf ein, was aus einigen ehemaligen Mitgliedern des Medellin-Kartells wurde. Juan Diego Arquila Henao oder auch El Tomate war die rechte Hand von Pablo Escobar. Er war einer der ranghöchsten Anführer des Kartells und er hatte wohl bei allen wichtigen Entscheidungen ein Mitspracherecht. Juan wurde dann aber im Jahre 1992 unter seinem Decknamen Christian Madrigal verhaftet. Er musste immer wieder verlegt werden, da er einfach ein gefährdeter Gefangener war. Juan wurde dann letztendlich im Jahre 2006 entlassen. Er hatte zu dieser Zeit eine Frau und zwei kleine Töchter.
Juan wusste ganz genau, was er für ein Risiko eingehen würde, wenn er in Kolumbien bleiben würde. Daher entschied er sich, sein altes Leben hinter sich zu lassen und er zog mit seiner Familie nach Venezuela. Er wollte sich dann in Venezuela eine legale Existenz aufbauen, indem er eine Bootsvermietung gründete. Doch Juans altes Leben holt im April des darauffolgenden Jahres ein. Er kam gerade aus seinem Haus und er wollte in die Arbeit fahren, als plötzlich Schüsse auf ihn fielen. Juan Jairo Velázquez Vázquez ist wohl das bekannteste Mitglied, was es lebt aus seiner Zeit im Medellin-Kartell schaffte. Er war unter dem Namen Popeye bekannt. Diesen Spitznamen bekam er nicht vom Kartell, sondern von seiner Zeit bei den Streitkräften Kolumbiens. Betrachtet man seinen Lebenslauf, hätte man wohl nie damit gerechnet, dass dieser Junge mal einer der gefährlichsten Hitmans eines Kartells werden würde. Er absolvierte eine Abendschule und er machte seinen Abschluss. Anfangs versuchte er sich noch als Friseur, doch das gab ihm einfach keinen Kick und daher schloss er sich den kolumbianischen Streitkräften an. Dort bekam er dann seinen neuen Spitznamen aufgrund seiner Ähnlichkeit zum Cartoon-Charakter Popeye. Nach seiner Zeit bei der Armee bekam er aber ein interessantes Angebot von Pablo Escobar höchstpersönlich. Er bot ihm an, dass er ein Sicario von ihm werden könnte. Kurz darauf wurde Popeye zum gefährlichsten von Pablo Escobars Sicarios erklärt. Und man kann sagen, dass er sich das wirklich erarbeitet hat. Er bekannte sich sogar zum Attentat von Luis Carlos Galán, ein Präsidentschaftskandidat, der die letzte Hoffnung Kolumbiens widerspiegelte. Laut einigen Quellen soll er an 300 Morden beteiligt gewesen sein. Was die Sache wohl unfassbar machte, war, dass Popeye nur 22 Jahre im Gefängnis verbrachte. Doch seine Zeit in Freiheit war nur begrenzt. Popeye verstarb am 6. Februar 2020 im Alter von 57 Jahren. Er erlag seinen Krankheiten. Zwei Brüder, die auf einer kleinen Farm in Rio Negro aufwuchsen, Pablo und Roberto, gingen anfangs komplett verschiedene Wege. Pablo widmete sich der Unterwelt, während sein Bruder dafür bekannt war, dass er ein begabter Rennradfahrer war. Er war quasi ein Musterkind. Roberto war ein begnadeter Sportler und er studierte dann sogar Chemie und Elektronik. Doch trotz seiner Erfolge stand er immer im Schatten seines Bruders. Roberto entschied sich dann Mitte der 1980er, sich dem Medellin-Kartell anzuschließen. Er war für die Finanzen zuständig. Roberto verschob Gelder, gründete Scheinfirmen und er kaufte Immobilien. Roberto begleitete seinen Bruder dann noch bis in La Catedral und auf die Flucht danach auch noch. Pablo sah langsam, dass die Schlinge immer enger wurde und so riet er seinem Bruder, sich zu ergeben. Roberto saß dann eine 10-jährige Haftstrafe ab und er wurde dann im Jahre 2003 entlassen. Er kümmerte sich seitdem um die Hinterbliebenen seines Bruders. Seit 2010 macht er sogar sogenannte Pablo Escobar Touren in Medellin. Er wusste wohl, welches Gewicht der Name Pablo Escobar nach all den Jahren noch hat. Im Jahre 2018 schrieb er noch sein eigenes Buch, wo er über seine Sicht der Dinge sprach. Roberto macht bis heute noch die Pablo Escobar Touren, wo es nach jeder Tour ein signiertes Buch von ihm gibt. Danny Muñoz Mosquera ist wohl der bekannteste Sicario von Pablo Escobar. Er wurde so bekannt, weil sein Leben als La Kika in der Netflix-Serie Narcos erzählt wurde. Die bekannteste Aktion von La Kika war wohl der Avianca-Flug. Er bestreitet bis heute noch seine Involvierung an dieser Tragödie. La Kika bestreitet generell jegliche Involvierung mit dem Medellin-Kartell. Er sagte immer, dass er nur ein kleiner Motorraddieb war und dass nur sein Bruder wirklich dabei war. Sein Bruder agierte als einer der Sicherheitschefs im Kartell. La Kika konnte während dem ganzen Wahnsinn in Kolumbien zweimal aus seinem Gefängnis fliehen. Doch die Geschichte würde ein Ende finden, als am 25. September 1991 ein Mann aufgrund eines gefälschten Passes in Queens in New York verhaftet wurde. Bundesanwälte behaupteten, dass es sich bei dem vermeintlichen Fälscher um La Kika handelte und dass er eine tragende Rolle im Medellin-Kartell spielte. Die Entscheidung über La Kikas Schicksal wurde dann endgültig am 19. Dezember 1994 gefällt in einem Gericht in Brooklyn. Er wurde in allen 13 Anklagepunkten für schuldig empfunden und er muss 10 lebenslängliche Haftstrafen absitzen. La Kika verbringt bis heute noch seine Zeit hinter Gitter. Ja Freunde, das war's mal wieder mit dem Video. Lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und damit bedanke ich mich fürs Einschalten.